Wenn die Amerikaner irgendwas von Europa wollen, haben sie früher an die Engländer gewendet. Aber die spielen ja eigentlich auch in Brüssel keine Rolle mehr durch ihre Sperenzien. Wen rufen sie an? Berlin. Das heißt Frau Merkel. Barack Obama und Angela Merkel sprechen mindestens einmal die Woche miteinander. Deutschland wird mit Europa gleichgesetzt. Griechenland-Krise, werde ich nie vergessen. Die Amerikaner sind ständig nach Berlin gereist, weil sie Angst hatten, das war im Wahljahr, dass die Euro-Krise und das Griechenland, dass das scheitert. Und damit es zu einer Wirtschaftskrise kommt, die Obama schaden wird. Das Konzept, dass ein souveräner Staat Rechte abgibt an einen Blackbox, wo man nicht genau weiß, was da eigentlich passiert, das ist für die nicht zu begreifen.